Hallo und herzlich willkommen hier bei Mini-Klangwunder beim Geschenkefinder 2021. Ja, wie in den letzten zwei Jahren auch, möchte ich ein paar Produkte vorstellen, die ich schon getestet habe oder noch dabei bin, sie zu testen, und vor allem Produkte, von denen ich selbst auch überzeugt bin. Und heute, beziehungsweise in diesem Video, geht es mir um ein Produkt, was viele schon erkennen, wenn sie das hier sehen. Ja, genau, das ist die Hülle, die Apple bei dem Apple AirPod Max dazulegt. Naja, auch da will ich keine Worte drüber verlieren. Interessanterweise, hier sind die Kopfhörer, damit ihr die einfach mal seht. Interessanterweise ist es bei mir nicht so wie bei anderen, die sagen, das ist blödsinnig hier. Ich nutze die tatsächlich. Und warum? Weil so die AirPods einen gewissen Schutz haben. Habt ihr gerade gesehen, die Seitenteile sind ja sehr schön lackiert. Und so kann ich ohne Probleme die überall hinlegen, ohne dass ich Angst haben muss, dass da irgendwie Kratzer dran kommen. Und die Hülle ist eben auch sehr schnell aufgesteckt. Und ihr hört das jetzt schon die ganze Zeit, wie ich hier so hantiere. Ja, es klappert so ein bisschen. Ja, auch das wurde schon sehr oft gesagt. Die klappern hier gern aneinander. Und ich habe mir gedacht, für diesen Geschenkefinder will ich den überhaupt zeigen, den AirPod Max. Weil das ist ja nun auch ein etwas teurerer Kopfhörer. Sogar im Vergleich zu Kopfhörern, die ich sonst hier vorstelle. Also Listenpreis liegt da, glaube ich, bei 629 Euro. Mittlerweile kriegt man den für 460 im Angebot. Ich habe mir den im Warehouse-Deal gekauft. Da war er nochmal ein Stück günstiger, weil Zubehör gefehlt hat. Also Kabel haben gefehlt und der Karton sah nicht mehr schön aus. Ansonsten ist der tippitoppi. Technisch völlig einwandfrei, keine Kratzer, nichts dran. Und obwohl ich den jetzt auch schon öfters aneinander klappern lassen habe, versehentlich, ist da auch nichts dran. Ja, also wenn man den Secondhand beim Händler seines Vertrauens erwerben kann, sage ich, da lohnt sich mal ein Blick. Da kann man locker 200, 250 Euro sparen. Ja, also so richtig vorstellen will ich den jetzt auch nicht weiter, denn der AirPod Max, da gibt es andere, die machen viel bessere Videos zu den AirPod Max. Ich kann nur sagen, das, was ich in meinem Geschenkefinder zu den AirPod dritte Generation gesagt habe, gilt auch genauso für den hier, weil die waren eigentlich genau die Ursache, warum ich mir die Max tatsächlich bestellt habe, weil ich einfach wissen wollte, wie ist das Erlebnis beim Filmeansehen mit dem Max. Und der 3D Spatial 3D Effekt macht das alles sehr schön räumlich, selbst für In-Ear-Kopfhörer. Und ich wollte einfach wissen, was passiert mit den Dingern. Meine Erfahrung ist, Over-Ear, egal ob geschlossen oder offen, sind, was die Räumlichkeit angeht, In-Ears doch meistens einen Schritt noch voraus oder mehrere, gerade offene Kopfhörer. Da gibt es so gute, was Räumlichkeit angeht, habe ich noch keine In-Ears gehabt, die es mit einem richtig guten Over-Ear-Kopfhörer aufnehmen würden, mit einem offenen. So, und da wollte ich wissen, was machen die Max? Das war so wirklich ein Punkt, wo ich gesagt habe, komm, probierst das mal aus, über einen Warehouse-Deal. Ja, was soll ich sagen? Das ist noch mal besser. Ich kann das nur so sagen. Also, hätte ich die Dreier AirPods nicht gekauft, dann wäre ich auch nie zu den Max gekommen. Ich weiß auch nicht, ob ich es bereuen soll oder nicht. Ich glaube nicht, weil alleine das Filmgucken mit diesen beiden Kopfhörern, das ist so hammergenial. Und das Beste, was dazu kommt, ist auch Musik. Wenn ich höre, dass die eben nicht audiophil sind und ja nur ein AAC-Codec haben und das Ganze ja nichts ist und auch tonal, dass alles nicht passt, muss ich ganz ehrlich sagen, absoluter Quatsch. Als Bluetooth-Kopfhörer kabellos habe ich ehrlich gesagt bis jetzt, was Musik hören angeht, von Filmgucken mal ganz abgesehen, im Moment noch nichts Besseres gehört. Das kann ich einfach jetzt so sagen. Ja, gut, ein bisschen viel Gequatsche.
guckt euch andere Videos an, was den AirPod Max noch so besonders macht. Für mich ist es wirklich auch das Gesamtpaket. Der ist absolut genial verarbeitet. Ich setze mal auf. Dann seht ihr mal, wie das auch auf meinem großen Kopf aussieht. Einmal so. Ach ja, ganz wichtig. Fällt mir jetzt gerade auf, weil ich habe hier diesen Transparency-Modus dran. Ich habe den jetzt auf und ich höre mich genauso, als wenn ich keinen Kopfhörer auf habe. Das ist absolut der Hammer, was der im Transparency-Mode macht. Eigentlich ist das auch wirklich der bevorzugte Modus, mit dem ich überhaupt Kopfhörer höre, weil der ist ja noch offener als, also in diesem Modus noch offener als ein offener Kopfhörer, sodass ich meine Umgebung mitkriege. Das hatte ich auch bei den AirPods 3 schon gesagt, dass das für mich wichtig war, dass ich In-Ear-Kopfhörer habe, wo ich um mich herum alles noch mitkriege. Hier perfekt umgesetzt, auch Telefonie perfekt dadurch umgesetzt. Besser geht's nicht. ANC hat er auch drin. Das ist genauso perfekt, wenn man jetzt hier sozusagen umschaltet auf ANC. Da muss man sich das vorstellen. Dann fadet das sozusagen von dem offenen Modus in den ANC-Modus und dann hört man wirklich quasi gar nichts mehr. Ich war an einer Bushaltestelle, ich habe von dem Verkehr nichts gehört, ich habe nur Stimmen ganz dünn gehört, wo sich Menschen unterhalten haben und von einem rückwärtsfahrenden LKW diese Piepgeräusche ganz leise im Hintergrund. Ansonsten von dem Straßenlärm nichts. Also es scheint, dass Apple da auch ein Algorithmus benutzt, um eben diese Störgeräusche herauszufiltern, als wenn da bestimmte Audio-Pattern schon so hinterlegt sind, dass die ja komplett greifen und das quasi unhörbar komplett rausfiltern. So gut hat das der Sennheiser Momentum nicht gemacht. Also der Momentum 3 hat das nicht so gut gemacht und der auch selbst der Sony nicht. Und auch der Bose QC35, den zweiten, den hatte ich auch. Auch da war das nicht so genial wie hier. Naja, so, das zu Max. Lautstärke ist für mich auch kein Problem. Im Apple-System, das Einstellen wie beim AirPod 3, die Individualisierung mit dem Klang, absolut genial. Hier geht es sogar noch ein bisschen mehr als bei dem AirPod 3, wie ich finde. Aber das liegt vielleicht auch wirklich daran, dass hier auch ein bisschen mehr technisch auch ein bisschen mehr noch möglich ist als mit den kleinen In-Ears. So, das ist der eine Teil, also Geschenkefinder, AirPod Max, Kopfhörer selbst. Und jetzt komme ich zu, ja, den etwas erschwinglicheren Sachen, die es hierzu quasi als Zubehör gibt. Und zwar nicht von Apple, sondern dann von Dritten. Und da fange ich mal einfach an mit diesen magnetisch haltenden, ja, Ohrpads. Der AirPod Max, der hat ja Mikrofone drin und es wird sozusagen ausgemessen, was, wenn ich den aufgesetzt habe, passiert mit dem Klang, wenn da meine Ohren drin sind. So zumindest die Werbung von Apple und da wurde auch gesagt, ja, das wird dann so eingestellt, dass möglichst alle Nutzer den gleichen, das gleiche Nutzungserlebnis haben. Ja, also der Klang soll möglichst unabhängig von der Ohrform möglichst immer gleich wiedergegeben werden. So, und da habe ich mir gedacht, okay, ich gucke mir mal an, was andere Pads kosten. Ja, ich wollte eigentlich andere Pads zulegen, so ein bisschen Hygieneprodukt, Warehouse, ich hatte es erwähnt, hat schon jemand anders getragen. Und da habe ich mir dann überlegt, ob ich direkt gleich neue von Apple bestelle oder, und es gibt welche, blende ich ein, die sehen quasi genauso aus. Ja, nicht, dass ihr denkt, ich habe den gleichen genommen, ich lege mal den Kopfhörer weg. Also ich habe hier die Ersatzpads und ich habe hier das originale Pad. Man sieht es jetzt schon so ein bisschen im Licht. Die Ersatzpads, die haben eine etwas andere Farbe, das stört am Kopfhörer aber gar nicht. Die Oberfläche hier ist aber glatt, das ist so ein Kunstleder. Hier, das ist auch geschlossen, aber mit einer Struktur. So. Und ich wollte einfach wissen, A, ob die gut halten. Ja, es ist ja nicht gesagt, dass die Produkte von einem anderen Lieferanten hier dran überhaupt so gut halten wie die Originalen.
Aber die halten genauso gut. Ja. Auch hier ist an der einen Stelle so ein Loch drin. Das wird auch hier angesetzt, sodass hier also das Mikrofon auch wieder richtig die Arbeit verrichten kann. Hier sieht man da ganz gut den kleinen Unterschied am Kopfhörer selbst. Ich setze nochmal den anderen ein. So. Und wenn man sich das jetzt anguckt, wenn man es nicht weiß, dann würde man wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, dass das nicht so gehört. So, ich setze den mal auf. Natürlich funktioniert hier auch wieder der Transparency Mode. ANC funktioniert genauso gut. Die sind sogar etwas weicher. Ja, also sogar etwas angenehmer zu tragen, finde ich. Und was noch dazu kommt, klanglich ändert sich was. Aber nicht zum Schlechten. Und es ändert sich auch nur eine ganz kleine Sache. Jetzt hat Siri sich gerade gemeldet. Siri hat meine Stimme erkannt und hat mir jetzt über die Kopfhörer einfach was erzählt, weil ja, das, was ich gesagt habe, einfach aufgenommen und im Internet gesucht wurde, hat natürlich nichts gefunden. Das ist ein kleiner Nachteil. Vorführeffekt, aber passiert. Muss man halt aufpassen, dass man nicht zu lange hier auf den Knopf drückt, was ich gerade in meinem Erzählfluss gemacht habe. So, aber zurück zu den Pads. Der Klang ändert sich ein kleines bisschen. Die Mikrofone gleichen das tatsächlich aus. Wir wissen ja, dass die Struktur von Ohrpads tatsächlich auch für eine Klangeigenschaft mitverantwortlich ist. Die Reflexion, die da passieren, das Volumen, was dadurch entsteht, ändert natürlich auch den Klang und wie es dann weiter zum Ohr gelangt. Das gleichen aber tatsächlich die Elektroniken in den beiden Seiten aus. Apple wirbt ja auch damit, dass in beiden Seiten quasi einmal jeweils eine volle Elektronik verbaut ist. Ja. Und egal welches Pad ich draufsetze, ich kann die auch in Gemisch draufsetzen, hört sich quasi gleich an. Ich habe da aber mal Messungen gemacht, die blende ich hier auch ein, damit man mal so ein bisschen die Unterschiede sieht. Wichtig zu benennen ist dabei, dass es mir also nicht nur so vorkommt, sondern es ist auch zu sehen, dass mit den glatten Kunstlederpads, also vom Dritthersteller, die Bässe etwas knackiger sind und vor allem im Hochton ist da ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen mehr Energie, die für mich aber genauso ist, wie ich sie haben will. Das heißt nicht, dass die originalen Pads schlecht sind. Gottes Willen heißt es nicht. Die sind ja von Apple entworfen, damit die AirPods Max so klingen, wie sie klingen sollen. Aber mit denen kann man tatsächlich ein ganz klein bisschen ändern. Ich vermute einfach, na logisch, weil es nicht ein Apple-eigenes Produkt ist, ist diese Kurve, die natürlich auf die Originalpads abgestimmt ist. Hier arbeitet ihr dann etwas anders, was eben zur Folge hat, dass ich einen leicht knackigeren Bass habe und im Hochton so ein bisschen mehr, was ich gesagt habe, einen Hauch mehr von Energie, ein bisschen mehr Klarheit sogar noch. Toller Nebeneffekt, dazu finde ich die sogar noch ein bisschen anschmiegsamer. Zugestanden, die Originalpads sehen etwas hochwertiger aus, dadurch, dass hier diese Oberfläche so ein bisschen wie so ein Meshgewebe aussieht. Das ist aber auch schon alles. Die Pads liegen, glaube ich, bei irgendwie um die 20, 22 Euro. Das ist jetzt zum Beispiel für den Geschenkefinder wirklich etwas, wer ein AirPod Max hat. Diese Pads kann man machen, aufsetzen, sind nicht wirklich nicht schlechter als die Originalen, was Klang angeht. Das ist mir ganz wichtig, kann man machen. Da muss man nicht die, ich glaube, 80 Euro sind es für die originalen Pads ausgeben. Jetzt zu Weihnachten vielleicht ein tolles Geschenk. Auch als Zweitpads bei dem hier wäre ja kein Problem an der Stelle. So, ich habe aber noch was für den AirPod Max. Auch noch eine Ergänzung. Mal wieder zurück zu das Klappern, Aufeinanderschlagen und auch dazu, dass ja eventuell dieses Gehäuse zerkratzen kann, was man nicht möchte. Es gibt hier von Spigen solche
Gucken, ob wir scharf kriegen. Ja, hier. Solche Kappen. Ja, innen drin steht dann zum Beispiel ein R für rechts. Dann suche ich mir die rechte Seite und kann die hier ganz einfach mal scharf werden, aufklippen. Ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich die zum Beispiel im Rucksack habe und rausnehme, dass das nicht hängen bleibt. Die gehen relativ schnell ab. Zweite Seite drauf und schon habe ich hier einen Schutz von außen. Das ist auch wieder so ein Stoff, so ein Gewebe oben drauf. An der Seite, wenn die jetzt aneinander klappen, das klappt zwar immer noch, aber es sind hier diese Kunststoff-Seitenteile, die dann einfach aneinander schlagen. Und somit ist zumindest der Kopfhörer bzw. der Lack, das Gehäuse von den originalen Kopfhörern geschützt. Und diese Spiegen hier nochmal zu sehen, wie man das aufhat. Also ich finde es sogar genauso hübsch immer noch wie die Originalen, wenn man die Originalen aufhat. Diese Spiegencover nenne ich die jetzt mal, diese Seitencover, die liegen glaube ich auch bei 16 oder 17 Euro. Also auch ein tolles kleines Geschenk für jemanden, der schon die AirPods Max hat. So, dann komme ich eigentlich noch zu dem günstigsten Zubehör von AirPods Max. Und zwar, jetzt ganz zurück zum Anfang zu dem Video, wer das hier nicht nutzen möchte oder nicht gut findet, der kann es ja mal mit so einer Tasche ausprobieren. Ihr seht schon, die sehen genauso aus wie die AirPods Max. Das ist eine wirklich minimalistisch gehaltene Tasche. Im Inneren mit so einem Samtstoff. Also da passiert auch nichts. Und das Schöne ist, die ist ultra dünn, die Tasche. Das würde sogar mit reinpassen. Ja, also man kann die einlegen. Und was auch wichtig ist, wenn ich die mit diesen Spiegenhüllen jetzt hier einschiebe in diese Tasche. Hier sind ja Magnete drin, dass der dann in so einen Tiefschlafmodus geht und den Akku wirklich kaum noch entlädt. Auch das kann ich dann hier einlegen. Ich zeige das mal. Muss aber den Kopfbügel komplett einschieben. Das ist das einzige Manko hierbei. Und kann die Tasche zusammenklappen. Und das war's. Da ist der AirPods Max drin. Geschützt für den Transport, wenn man auf Reisen ist oder auf Reisen gehen möchte. Minimal mehr Volumen, was man in den Koffer packen muss, aber dafür super geschützt. Die Tasche kostet, ich muss jetzt lügen, blende ich natürlich auch wieder ein, ich glaube 9 Euro. Das war die günstigste Tasche, die ich tatsächlich gefunden habe. Im großen Fluss. Ganz tolles Hardcase. Das ist das typische, auch hier dieses typische Gewebe außen. Super verarbeitet. Hier ist sogar noch so ein kleines Täschchen mit Klettband drin. Das, ich weiß gar nicht, wofür man das jetzt braucht. Ja, man könnte das Lightning-Ladekabel reinpacken. Ja, aber gut, das könnte man auch so mit reinlegen. Die Tasche für 9 Euro. Nehmen wir mal den AirPods Max selbst raus, dann habe ich jetzt hier für knapp 50 Euro sinnvolles Zubehör gezeigt, die man jemanden, der den AirPods Max bereits besitzt, schenken kann. Tolle Geschenke im Geschenkefinder. Oder eben, wenn man tatsächlich den AirPods Max als Komplettpaket verkaufen möchte mit all den Sachen, ja, dann liegt man aktuell mit einem Preis von 460 Euro. Ich sagte es bereits eingangs des Videos, mit dem Ganzen dabei, dann liegt man bei 510 Euro etwa, vielleicht 520, kann sich ja nochmal ein paar Euro ändern. Das sind ja alles Tagespreise hier gewesen. Aber ungefähr um die 520 Euro und da hat man ein rundum glücklich Paket. Wer so viel Geld investieren möchte, um sich selbst zu beschenken oder seinen Liebsten oder seine Liebste, wäre auch eine Idee. AirPods Max mit viel Zubehör. Ja, soweit zu diesem Video. Danke fürs Zusehen. Falls ihr Kommentare habt, wie immer gerne unten reinpacken. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.